Heute unterhalte ich mich mit Johannes Schraps. Johannes, du bist Mitglied im Europaausschuss und natürlich in eurem Ausschuss, auch im Parlament, war diese Woche das bestimmende Thema der Brexit, dass die Briten aus der EU austreten wollen. Nun hat ja das britische Parlament den mit der EU ausgehandelten Vertrag, der das Ganze in geordnete Bahnen lenken sollte, abgelehnt. Wir haben diese Woche einen Antrag diskutiert, der eigentlich darauf fußte, dass es dieses geordnete Verfahren gibt und wie wir das in Deutschland umsetzen. Das hat sich ja jetzt erledigt. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ja, hast du vollkommen recht, Kirsten. Also wir beschäftigen uns im Prinzip ja seit das Referendum in Großbritannien stattgefunden hat und man sich für einen Austritt entschieden hat, kontinuierlich mit dieser Thematik. Und gerade jetzt in den letzten Wochen und auch in dieser Woche hält uns natürlich das Thema Brexit auch konkret in Atem. Mit der Ablehnung in Großbritannien im Parlament ist natürlich jetzt die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit viel, viel wahrscheinlicher geworden. Und im Prinzip hat Theresa May gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, um so einen harten Brexit zu vermeiden. Es wird jetzt angekündigt, dass am Montag ein Plan B vorgelegt werden soll, wo man eben nochmal schauen muss, was sie da jetzt sich nochmal ausgedacht hat. Aber richtig viel Zeit bleibt nicht mehr. Und bis zu der zweiten Abstimmung, die am 29. Januar im britischen Parlament stattfinden soll, ist ja auch nicht mehr so viel Zeit. Also es wird langsam eng. Was hat sie denn überhaupt für Möglichkeiten? Also theoretisch, was könnte sie machen? Könnte sie zum Beispiel den Rücktritt noch zurücknehmen? Na klar, die Möglichkeit hat sie. Das können wir, glaube ich, als Sozialdemokraten auch ganz grundsätzlich sagen. Das ist das, was wir uns prinzipiell wünschen würden. Wer will, dass Großbritannien aus der Europäischen Union austritt? Sie hat aber jedes Mal, wenn es um diese Thematik ging, gesagt, dass sie das nicht machen möchte. Die andere Möglichkeit ist ein Hard Brexit. Sie könnte sich das Ganze auch sozusagen noch ein bisschen zeitlich aufschieben lassen und beantragen, dass die Frist, bis das entschieden werden muss, verlängert wird. Das würde die Europäische Union aus meiner Sicht aber nur dann machen, wenn so ein Plan B wirklich essentiell Veränderungen nochmal bringen würde, die für die EU tragbar wären. Daran muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir der Glaube, weil in den letzten zwei Jahren ganz, ganz intensiv verhandelt worden ist. Und wenn es eine bessere Lösung gegeben hätte, als die, die jetzt auf dem Tisch lag, dann hätte die längst auf dem Tisch gelegen. Jetzt haben wir gehört, dass Großbritannien sich darauf vorbereitet, auf so einen harten Brexit, auch indem sie mehr Polizisten und Polizistinnen an die Grenze stellen. Was bedeutet das denn für Deutschland, wenn es dazu kommt? Ja, trotz dessen, dass in Großbritannien auch zum Beispiel mehr Zollbeamte eingestellt wurden, wir machen das in Deutschland übrigens auch schon, als eine der ersten Maßnahmen, um uns auf einen Hard Brexit vorzubereiten, was man ja prinzipiell ins Auge fassen muss. Das wird Auswirkungen haben. Also wird jetzt schon damit gerechnet, dass die Schlangen der LKWs in Dover zum Beispiel, dass das 5- bis 6-tägige Wartezeiten zur Folge haben wird. Und das hat natürlich alles Auswirkungen auf die Lieferketten. Es gibt Unternehmen, die mittlerweile angekündigt haben, dass sie für die ersten Aprilwochen, also nach dem vollzogenen Austritt zum 31. März, erstmal ihre Produktion einstellen, um sich erstmal anzugucken, was das für sie bedeutet. Und das hat natürlich Auswirkungen, wirtschaftliche Auswirkungen auf die Unternehmen. Da wird im Moment von 8 bis 10 Milliarden Euro an Auswirkungen gesprochen. Allein die Automobilindustrie spricht von 2 Milliarden Verlusten, allein durch die Zollveränderungen, die es geben wird. Und das sind alles Sachen, die sich natürlich auch auf die Arbeitnehmer auswirken, die sich auf Arbeitsplätze auswirken können, auf Kurzarbeit. Also es gibt ganz, ganz viele Auswirkungen, die sehr negativ sein können. Wie das konkret aussieht, das können wir ehrlicherweise nur spekulieren. Aber dass es Auswirkungen haben wird, da können wir sicher sein. Hast du irgendeine Idee, was das für die Menschen bedeutet, zum Beispiel in meinem Wahlkreis Celle-Uelzen? Ich glaube, dass wir alle in Deutschland durch die Mobilität, die wir auch seit Anfang der 90er in der Europäischen Union ja genießen, all die Errungenschaften, die Europäische Union uns gebracht hat, die für uns heute selbstverständlich sind und die gerade zum Beispiel meine Generation als jemand, der Anfang der 80er Jahre geboren ist, selbstverständlich mitgemacht hat. In dieser europäischen Realität sind wir selbstverständlich aufgewachsen. Deswegen wird es vielleicht die jüngere Generation, die das nur so kennt, auch ganz besonders und als allererstes merken. Und das ist natürlich die Auswirkung, die wir sofort zu spüren bekommen. Es gibt ganz, ganz viele Anrufe bei der Hotline des Auswärtigen Amtes, die eingerichtet wurde, wo jetzt auch gerade viele junge Menschen anrufen und fragen, ob sie jetzt Visa beantragen müssen für Großbritannien. In einem geregelten Brexit gäbe es für sowas eine Übergangslösung. In einem ungeregelten Brexit wäre es tatsächlich der Fall, dass Visa beantragt werden müssten. Und da würden sicherlich auch viele junge Menschen oder wer auch immer nach Großbritannien reisen möchte oder in die andere Richtung, vielleicht auch erstmal aufgrund der größeren Hürden darauf verzichten, das zu machen. Also der Austausch und die Möglichkeit, sich zu treffen, die würden sicherlich abnehmen erstmal.
Ich finde, das sind traurige Perspektiven, gerade bei diesem wunderschönen Land und den tollen Menschen, die dort leben. Angesichts der Tatsache, dass wir ja im Bundestag auch eine Partei haben, die möchte, dass Deutschland aus der Europäischen Union austritt, muss ich sagen, das Szenario, das du schon für Großbritannien aufmachst, ist jetzt nicht gerade positiv. Insofern, ich glaube, du stimmst mir zu, können wir nur sagen, lass uns das verhindern, dass solche Kräfte mehr Macht in Europa kriegen. Und das geht nur, indem wir alle zur Europawahl gehen. Definitiv. Das ist, glaube ich, eine der Lehren, die wir aus diesem Brexit-Prozess auch ziehen müssen. Weil die Leute, die zur Wahl gegangen sind, 87% Wahlbeteiligung der über 65-Jährigen, die in erster Linie für den Brexit gestimmt haben, aber die jungen Menschen, die davon noch am ehesten profitieren, Menschen zwischen 18 und 24 sind nur zu 36% zur Wahl gegangen. Das sind die, die jetzt in Großbritannien auf die Straße gehen und sagen, sie wollen ein zweites Referendum. Man braucht sich prinzipiell nicht beschweren, wenn man nicht zur Wahl geht, sich nicht an demokratischen Prozessen beteiligt, wenn dann nicht das rauskommt, was man sich wünscht. Aber es zeigt eben vielleicht auch, dass ein anderes Bewusstsein jetzt mittlerweile da ist, sich an demokratischen Prozessen zu beteiligen. Das könnte die positive Auswirkung dessen sein, wenn man was Positives darin sehen will. Aber ändern kann man es dann wahrscheinlich erst, wenn das nächste Mal wieder so eine Abstimmung ansteht. Deswegen sollten wir für die jungen Menschen in Großbritannien, wenn dieser Austritt vollzogen wird, wenn die irgendwann in Positionen sind, wo sie mitentscheiden können und sozusagen in Machtpositionen sind, sollten wir zumindest eine Tür offen lassen, um dann den jungen Menschen, die mit dieser europäischen Realität aufgewachsen sind und Europa wertschätzen, die Möglichkeit geben, dann auch wieder zurückzukehren. Das ist vielleicht die Lehre aus diesem gesamten Brexit-Prozess. Aber jetzt müssen wir uns erstmal dafür einsetzen, dass es vielleicht noch rückgängig gemacht werden kann, weil die Hoffnung, die sollte man, glaube ich, grundsätzlich nicht aufgeben. Herzlichen Dank, Johannes. Es gibt eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, die die Türen nicht komplett zumachen will, im Sinne der Menschen in Europa, im Sinne des friedlichen Zusammenlebens. Aber meine Botschaft an alle und unsere Botschaft an alle, übrigens nicht nur die Jungen, auch die älteren Menschen in Celle und Uelzen, gehen Sie zur Wahl, wählen Sie eine Partei, die Europa friedlich und gemeinschaftlich weiterentwickeln will, wählen Sie die SPD. Ganz genau.